Herr Präsident, Sie haben das Wort, Frau Kollegin, bitte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man merkt, auch wenn wir wenige sind, in welcher Zeit wir uns befinden. Wir befinden uns Mitte Februar und das heißt noch 2 Monate bis zum Mai. Das macht manche Aussagen doch hier sehr deutlich. Und Mai, ich habe Mai gesagt. Ja, wunderbar. Jetzt können Sie sagen, Rot-Grün muss noch mal das Zählen von 1 bis 3 lernen. Das kann ich Ihnen aber vorwegnehmen. So. Wunderbar. Was ist das doch toll, so eine Unterstützung zu haben. Ich liebe Unterstützung, gerade in Bildungsfragen. So, Herr Kaiser, Sie haben davon gesprochen, dass Ihnen in jeder Schule begegnet, dass die Schulsituation katastrophal ist. So geht es meines Erachtens nicht. Lassen Sie uns darüber auseinandersetzen, wo Problemstellungen sind. Mir begegnen nicht nur katastrophale Schulen. Mir begegnen interessante Schulmodelle. Mir begegnen Lehrer, die sich engagieren. Ich kenne engagierte Schüler und Eltern. Und solche Aussagen machen all die Arbeit, die vor Ort passiert, kaputt. Lassen Sie das doch mal sein und lassen Sie uns vernünftig weiter diskutieren. Es lohnt sich für die Entwicklung von Schule. Ich komme zum Antrag. Heute sorgt sich die FDP um die Sicherung eines vielfältigen Schulangebotes in den Kommunen. Sie will deshalb alle weiterführenden Schulen gleichberechtigt die Bandbreite und damit die Fortführungsgröße pro Zug absenken. Einen konzeptionellen Ansatz bleibt sich schuldig. Das soll die Landesregierung aber erarbeiten. Und da kann man, Herr Kaiser, wenn Sie sagen, reflexhaftes Reagieren, dass Anregungen schon aufgegriffen sind, wenn wir doch die Fakten zusammenhalten wollen, denke ich, dann muss man da auch hinsehen und kann das nicht nur einfach mit so einer Bemerkung versuchen abzustrafen. So, und die Frage, hat es Sinn, dieser Forderung nachzukommen? Und betrifft diese Problemstellung denn wirklich alle Schulen? Da sage ich nein. Das Schulgesetz bietet Schulen und Schulträgern längst Möglichkeiten zur Unterschreitung der für die jeweiligen Schulformen benannten Zügigkeiten. Das Schulgesetz nennt Klassenfrequenzrichtwerte und weist für alle Schultypen der Sekundarstufe 1 flexible Bandbreiten auf. Zudem kann es Ausnahmen geben. Für die Schulform Hauptschule, die in den letzten Jahren immer weniger von Familien gewählt wird, gilt sogar die Bandbreite von 18 bis 30 Schülerinnen und Schülern. Die Hauptschule ist auch ein Beispiel dafür, dass der Elternwille die Schülerzahlen steuert. Und dem, meine Damen und Herren, muss die kommunale Schulentwicklungsplanung Rechnung tragen. In den Städten geschieht dies über eine Verringerung der Zahl der Angebote eines Schultypes. Das ist schmerzhaft für die auslaufenden Schulen, für eine Schulgemeinschaft, für ein engagiertes Team von Lehrerinnen und Lehrern. Es bietet aber auch neue Chancen, wie wir in Aachen bei der Schließung einer Realschule, bei zeitgleichem Aufbau einer Gesamtschule mit einem sehr interessanten Schulkonzept erleben können. In ländlichen Gebieten gestaltet sich dieser Prozess mitunter schwieriger. Hier gilt es, den mittleren Schulabschluss im ländlichen Raum zu erhalten. Die Antwort kam aber auch hier nicht eine generelle Absenkung der Fortführungsgrößen für alle Säulen sein. Schulen brauchen Mindestgrößen, um das volle Angebot ihrer Schulform gewährleisten zu können. Und das gilt nicht erst für die gymnasiale Oberstufe. Viel interessanter und vielerorts umgesetzt ist die Bildung von Teilstandorten. Sie tragen dazu bei, Schulformen und ein relativ nahes wohnortnahes Schulangebot zu erhalten. Und das haben wir schon heute mit zweizügigen Schulen, mit Teilstandorten, und die sind auch entsprechend mit Lehrerressourcen ausgestattet. Ein wesentliches Element in diesem Zusammenhang ist eine Schulentwicklungsplanung. Die Schulentwicklungsplanung darf heute nicht mehr an den Stadt- und Gemeindegrenzen Halt machen. Über eine regionale Schulentwicklungsplanung lassen sich Schulangebote aufrechterhalten und weiterentwickeln. Als Beispiel sei hier die Sekundarschule Simmerath genannt, die von den Kommunen Simmerath und Monschau aus der Städteregion Aachen betrieben wird und gemeinsam mit der Gemeinde Hürtgenwald aus dem Kreis Düren. Es lohnt sich also, neue Wege zu gehen, und das geschieht dort erfolgreich. Schulische Kooperation muss nicht an Kreisgrenzen Halt machen. Zurück zum Anliegen. Das Ziel kann doch nicht heißen, kleinere Schulen mit weniger Differenzierung zu schaffen. Hat sich die FDP eigentlich gefragt, welche Konsequenzen ihr Antrag hinsichtlich der Lehrerversorgung hat? Sind vereinzelte Nachfragen die Basis des Antrages, oder sieht sie darin ein Thema von landesweiter Bedeutung? Bei allen Möglichkeiten, der Frage einer geringen Schülerschaft an einer Schule begegnen zu können, fiel mir bei Ihrem Antrag
ein altes Sprichwort ein. Das heißt, erst denken, dann handeln. Hier habe ich mich gefragt, sollte man erst hören, was als nächstes kommt. Ich sage, das ist, wenn Sie... Okay. Ja, genau, das bleibt mir jetzt hängen. Aber dank Ihrer Hilfe kann ich ja jetzt schon bis drei zählen. Also erst recherchieren, dann... So, ich versuche es nochmal. Ich freue mich auf weitere Hilfen. Aber Ihnen kann ich auch sagen, erst recherchieren und dann den Antrag schreiben. Danke. Wir lehnen den Antrag ab.